Meine Damen und Herren, was geht ab? Mein Name ist Nizar, das ist der wunderbare Scheiern und wir sind heute... Die Deutschen. Mal ganz untypisch bei dem deutschen Podcast. Bevor wir loslegen... Hast du was wieder? Ja. Ist das ein Geschenk? Ja, ist ein Brief. Von wem? Von Rihanna und Emilia. Rihanna? Ja, also wie Rihanna, nur mit E. Also Rihanna? Ja, Rihanna. Rihanna? Und sie ist wahrscheinlich ein Reh. Und die Hanna? Und Emilia. Emilia? Ja. Big, big girl in my big, stimmt, big ist die Emilia, ne? Okay. Okay, also dieser Zettel gefällt mir schon. Der ist sehr schön. Der hat so diese dicke Kasten. Ja, okay. Ich konnte früher, hast du früher so in diesen viereckigen Mathekasten, hast du auch da reingeschrieben oder hast du es nur wirklich für Zahlen genommen? Nee, ich, hast du nicht nur für Zahlen. Echt? Ja. Aber ich war der einzige Penner. Okay. So, lieber Nizar und lieber Scheiern. Warum steht dein Name als erstes? Das ist geil. Das gefällt mir schon nicht. Ja, aber guck mal, du weißt ja nicht, was hier hinter Nizar steht. Lieber Nizar, ich lese jetzt mal zu Ende. Okay. Lieber Nizar und lieber Scheiern. Dank Scheiern wissen wir mittlerweile, wer du bist, Nizar. Das ist eine Lüge. Doch. Der will nur, dass ich mich gut fühle. Ey, das ist echt Zucker. Aber genauso wie er will, dass du dich gut fühlst, kann es auch sein, dass er will, dass du dich schlecht fühlst. Da sagt er, redet er wieder über dein Aussehen und ja. So. Lieber Nizar, lieber Scheiern. Wir schreiben da. Was ist? Was? Können wir weiter? Kann ich weitermachen? Lieber Nizar, lieber Scheiern. Wir schreiben das hier mit dem letzten Blatt Papier, das wir hatten, in einem geklauten Kuli, aber ignoriert das einfach. Das können wir nicht ignorieren, weil das ist eine Straftat. Ist eine Straftat. Wir sind die Deutschen, deswegen gibt es eine Anzeige. Ja, genau. Das heißen wir nicht gut. Klaut keinen Kuli. Leider sind wir Ausländer. Das ist schon mal. Einsicht ist ja, auch. Ja, Einsicht ist sehr gut, ja. So Weg zur Besserung. Ihr Weg zur Besserung. Leider sind wir Ausländer, deswegen haben wir es nicht geschafft, rechtzeitig ein Geschenk zu besorgen. Aber wir sind uns sicher, dass wir zu Nizars Show in 15 Minuten pünktlich kommen werden. Egal. Ah, geil. Wir lieben euren Podcast und sind glücklich, dass du in unser Kaff gekommen bist. Wahrscheinlich meinen die mich. Ladet uns mal zum unnötigsten Gast ein. Für Emilia ein Hawaii, für Rihanna eine Fanta. Nur so im Voraus. Ladet uns zum unnötigsten Gast. Plural Singular. Wie soll das gehen? Man merkt echt, dass ihr Ausländer seid. Also. Hoffentlich bist du, Nizar, in echt genauso cool wie im Podcast. Sonst haben wir einen fetten Nizar-Moment. Dann Fußnote. Nizar-Moment, Definition. Ein Nizar-Moment ist, wenn etwas schief läuft, meist etwas ziemlich Unnötiges und man für mehrere Wochen depressiv ist. Das ist ein richtiger Nizar-Moment. Ey, geil. Scheiern, du bist natürlich auch cool und wenn wir ehrlich sind, oh, zehnmal Gott. Besser als Nizar. Auch cool. Weißt du, was das bedeutet? Ja. Ey, der sieht so gut aus, ne. Aber du bist auch nett. Mit dir verschlechtert sich zwar unser Deutsch, aber dafür wird unser Englisch um einiges besser. Das ist gut. Und jetzt in der Stimme von Carsten Stahl. Und ihr, ihr seid die Allerbesten. Ey, man merkt, die haben das echt 15 Minuten vor der Show geschrieben. Rihanna und Emilia, vielen lieben Dank. Danke, danke, danke für den tollen Brief. Wir freuen uns, wir lesen immer alles vor. Das heißt nicht, dass sich jetzt Leute genötigt fühlen, mir so 800 Briefe zu geben. Warum nicht? Das ist doch nervig irgendwann. Ja, dann, aber stell mal vor, wir kriegen am Tag 10 Briefe. Da müssen wir gar keinen Podcast mehr drin. Boah, stimmt, ja, wir haben Material. Doch, schickt uns Briefe. Das ist gut. Ich war überzeugt davon, dass es gut sein wird. Wenn dieser hört, der muss nicht arbeiten, dann ist alles, wird so dazu geschraubt, dass es so wird. Das ist geil. Das ist geil. So. Krass. Ey, dann steht dir noch bitte nicht zerreißen. Stark. Ja. Gut, ne? Stark. Wolltest du wieder zerreißen gerade? Weiß ich nicht. Guck mal, wo warst du denn jetzt die letzten Tage wieder? Ich war in... Die Leute denken, dass wir jeden Tag so telefonieren, jeden Tag Kontakt haben. Haben wir auch. Das stimmt nicht. Ja, weil du warst wieder 5 Tage weg. Ja, weil du keine Zeit für mich hast. Nee, seit 5 Tagen, ich weiß nicht, wo du bist. Du schreibst, Bruder, ich schreib dir heute, ich bin 20 Uhr da, falls ich vorher kommen soll, sag Bescheid. Schreibt er mir so um 18 Uhr, 20 Uhr ist okay. Ich hätte doch vorher den nicht mehr schaffen können. Ja, erzähl mal. Also erstmal will ich dir sagen. Wo warst du denn ganze Zeit? Nee, darf ich kurz was sagen? Ja. Ich bin verletzt. Weil warum? Nicht einmal kommt eine Nachricht, ey mein Schatz, ich vermisse dich. Wo bist du? Wie geht's dir? Du teilst deine Sorgen, ja. Ängste und Triumphe nicht mit mir. Während ja. ich überall, wo ich hingehe, an dich erinnert werde. Ja, das kann ich ja nichts dafür. Doch. Na klar kannst du was dafür. Ich werde auch immer erinnert, aber ich verdränge das. Sogar in Theaterhäusern, bei den Plakaten, steht so, heute Scheierns Freund.
Guck mal, immer wenn ich, weißt du, ich mit Nisaf in Verbindung gebracht werde. Ey, Cheyenne, wie geht's? Alles klar. Und schon wieder keine Kooperation bekommen wegen Nisaf. Haha, voll lustig. Das ist mein Brot. Ich muss meine Familie damit ernähren. So, das ist natürlich überhaupt nicht lustig. Ja, aber guck mal. Geld ist nicht wichtig. Ja, ja. Der Charakter. Ja. Wenn man es nicht hat, ja, dann ist nichts wichtig. Du brauchst gar nichts. Kannst dir auch nichts leisten. Achso, was ich sagen wollte. Was hast du für ein Interview gemacht, Alter? Ey, ich hab's dir immer noch nicht angeguckt. Das ist sowas von stark, ne? Ey, ich hab. Ich schwör's dir, nicht nur, weil du mein Freund oder mein Bruder bist. Oder dein Partner. Ja. Sondern wirklich, das war einer der besten Interviews, die ich gesehen habe, allgemein. Danke, danke. Es ist so geil. Meine Schwestern haben mir sogar geschrieben, die haben geweint. Ja, es ist so krass. Und du weißt, die dissen mich nur. Ja, ey, allein die ersten 5 Minuten, dass man so sieht, wer du bist eigentlich, ne? Ja, ich weiß auch nicht, wie der das rausgekriegt. Guck mal, normalerweise, wir haben das ja alles in der Macht. Ja. Wir haben das ja alles in der Macht. Wir haben das alles in der Hand. Es liegt in unserer Macht. Wir können das ja schneiden und so. Aber ich habe da extra gesagt, lass alles so. Weil der hat das, der ist wirklich ein sehr, guck mal, viele Journalisten, vor allem so Internetjournalisten, sind ja in Deutschland nicht gut, sondern die sind eher so, ja, die blasen die Puderzucker, pusten die Puderzucker in den Arsch. Ja, und der war, der hat gute Fragen gestellt. Tai hier, die geile Sau. Tai, schöne Grüße, du geiler Inder. Der hat gute Fragen gestellt, der nimmt seinen Job ernst. Also er ist anders als wir. Ey, also wirklich, einer der besten Interviews, das hat er super gemacht. Du, grandios, da frage ich mich, warum du mir hier so eine Scheiße mal ablieferst. Ich krieg so die Reste von Nisa. Ja, das war so ein Moment, der hat mich in einem schwachen Moment, weil ich wusste, dass ich wieder 5 Tage weg von dir sein würde. Ja. Da war ich emotional. Also, ja, das könnte eventuell Probleme geben. Ja, das kann sein. Ey, wie, das Geile ist, wie, diese Stelle habe ich gesehen, weil er filmt dich kurz und ja, man sieht so, wie du aus dem Herzen lachst. Ja, weil das einfach zu geil war. Weil ich so eine geile Erklärung mache, wo ich denke, die ist wasserdicht. Und er sagt, ja, aber trotzdem gibt es Probleme. Das stimmt. Du musst einfach gar nicht mehr da rauskommen. Also, wir werden das in die Beschreibung bei YouTube reinpacken. Das Interview von Nisa mit Tahir. Es ist wirklich sehr, sehr krass geworden. Ich habe dir eine Augen gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich gewesen. Danke, danke. Vielen lieben Dank. Unglaublich. Danke, danke. Und das sind ja Dinge, wo man eigentlich eventuell jetzt mal darüber reden könnte. Was so jahrelang verborgen war in so einer Kiste. Die Dinge wusste ich ja alles. Ja, ja. So, ja, normalerweise habe ich auch gesagt. Aber wir durften ja nie darüber reden. Ja, normalerweise hab Stopp! Ich, genau, genau. Normalerweise habe ich auch gesagt, ey, die Sachen will ich eigentlich nicht thematisieren. Aber weil das Interview mir so gefallen hat, ich wusste ja nicht mehr, ich habe es immer noch nicht geguckt. So, aber im, also während es geschehen ist, ja, hat es mir so gefallen, habe ich gesagt, nein, ich will den Moment nicht kaputt machen, komm, wir lassen alles so. Und von daher, natürlich die ein oder andere Info muss erst verifiziert werden, ja. Mhm. Aber ja, er ist ein sehr, sehr guter Interviewpartner und ich glaube, dass er auch sehr weit kommen wird, weil sein Format ist stark. Sehr gut, ne? Und guck mal, und selbst das Interview, das er mit dir gemacht hat vor 2 Jahren, das geht ja heute noch viral. Das geht heute noch viral, die einigen Stellen. Da hast du zwar so diese Föhnfrisur dazu. Ja. Wieso ist das in deine Haare da so? Ich bin gerade so, ich habe verschlafen. So, okay. Aber du hast, ich habe, das ist echt, der, guck mal, soll ich sagen, wenn jemand so oft Momente kreiert mit Künstlern, ob mit dir, ob mit mir, ob mit den anderen, die er interviewt, alle sagen, ja, boah, das ist so geil, dann ist, gilt ein großer Dank ihm und nicht uns. Weil er das hinkriegt. Tahir, obwohl du ein Inder bist, ja? Hast ja, du das? Und er läuft rum wie Ding. Wie dieser Zauberer. Ja. Auf Pro7, wie hieß der? Was meinst du, Vincent Raven? Ja. Aber du so ein indischer Vincent Raven. Der ist auch voll nett. Wo wohnt der eigentlich? Hier in der Nähe. Ja? Aber der hat nur Inder als Kameraleute. Ja, und Pakistaner. Der ist das nicht die... das Gleiche? Ja, es ist das Gleiche. Wie rassistisch. Ist das gleiche Inder und Pakistaner, oder nicht? Die waren mal an Land. Danke. Jetzt nur, weil ihr euch getrennt habt, ja, muss ich das nicht akzeptieren. Wir akzeptieren keine Trennungen, wir sind loyal. Wir sind loyal. Wir wollen, dass ihr immer zusammenbleibt. Ich habe eine Frage. Denkst du, Inder erkennen Pakistaner nur vom Sehen? Ja, ja. Nein. Die sagen, guck mal, wie der aussieht, der Hund. Nein, die erkennen das nicht vom Sehen. Wenn die sehen, denken, nein, das ist eine Lüge. Doch, die erkennen das. Vom Sehen? Ja, klar. Die hören nicht den ja, Dialekt oder so. Ja, so ein Ghana. Er kennt ja auch einen Äthiopier. Ja, das ist ja was ganz anderes, aber Inder und Pakistaner sehen gleich aus. Nein. Okay, was ist neben Ghana?
Senegal, Nigeria, sagen wir mal Mali, Grenze. Diese ganzen Westafrikaner, okay. Die sehen gleich aus. Ja, also. Ja. Die erkennen sich untereinander. Nein, die sehen gleich aus. Nein, die erkennen ein sich. Ein Ghanaer sieht nicht einen aus Senegal und sagt, okay. Das sind senegalesische Gesichtszüge. Doch. Guck mal, ich kenne mich sehr gut aus in Geowissenschaften. Das ist ein verborgenes Talent. Ich muss ja nicht um alles hier erzählen. Ja. Ich stelle jetzt eine Frage. Antworte erst, wenn du überlegt hast. Ja. Erkennt ein Festlandchinese einen Hongkong-Chinesen? Nein. Vom Sehen? Nein. Ohne zu reden? Nein. Doch. Nein. Die erkennen sich. Nein. Doch, das ist anders. Nein, was ist denn anders? Ich will jetzt nicht. Vielleicht wollen die das nicht, dass ich das hier erzähle. Okay, das heißt, wenn ein Deutscher in Aldi geht und da ist ein Schwede, der ist gerade am Einkaufen, erkennt der Deutsche, oh, das ist aber ein Schwede. Ja. Nein. Nein. Doch. Nein. Europäer sehen gleich aus. Okay, warte mal. Also du kannst keinen Unterschied zwischen einem Denesen. Denesen? Dänen heißt das. Achso. Dänen? Ja. Und einen Belgier. Siehst du einen klaren Unterschied? Ja, beschreib mal, ich will lernen. Also erstmal, ich weiß, ich habe noch nie einen Dänen gesehen. Ja. Ja, siehst du? Ja, aber ist nicht Dings Dänen aus Dänemark? Viggo Mortensen von Herr der Ringe? Keine Ahnung. Ist aus Dänemark? Der ist ein Skandinavier auf jeden Fall, warte. Schauen wir uns den mal an. Viggo Mortensen. Ja, aber doch, Pakistan und Inder haben schon. Nein, scheint. Man sieht das. Bruder, die waren bis in das Land, die Länder sind nicht mal Dings alt. Und nicht mal 100 Jahre alt. Inder sind meistens dunkler als Pakistaner. Nein. Das ist Quark. Viggo Mortensen. Was hab ich gesagt? Däne, ne? Ja. Viggo Mortensen von Herr der Ringe ist aus Dänemark. Okay. Ah. Ich habe das beste Beispiel. Ja. Ich erkenne den Unterschied, ich als Europäer. Ja. Der zieht diese Nummer durch. Ich bin Europäer. Ja, ich finde das gut. Ich erkenne den. Weißt du, du bist wie Blade. Ja. Der jagt auch Vampire, obwohl er eigentlich selber ist. Ja, siehst du? Ja, das ist gut. Ich erkenne den Unterschied zwischen einem Tunesier, Marokkaner und Algerier. Nein, erkennst du nicht. Doch. Nein. Guck mal, erstmal Tunesier sind alle gut aussehend. Ich finde. Du siehst auch Dulli alle. Dulli ist kein richtiger Tunesier. Der hat eine richtige Nafri-Fresse. Du hast gesagt, der sieht aus wie ein Marok. Ja, wie ein Marok. Ja, aber also, Tunesier sehen aus wie du. So gut aussehende Araber. Und Atif? Der sieht aus wie ein Tunesier. Sieht er nicht aus wie ein Pakistaner? Ja. So. Aber ich will das jetzt nicht sagen. Ich will den nicht denunzieren. Ich liebe das. Nein, das kannst du nicht. Guck mal jetzt ganz ehrlich. Okay, du siehst einen Unterschied zwischen einem Tunesier und einem Marokkaner? Nein. Das sagst du jetzt nur für wegen. Nein, ich schwöre, ich sehe es echt nicht. Du siehst das nicht? Nein. Dein Vater wird das sehen? Ja, der wird sagen ja. Ja, also. Aber das ist so aus Lügt Ignoranz. Dein Vater? Natürlich nicht. Also, du würdest nicht behaupten, dass dein Vater lügt. Also, dein Vater. Aber er irrt sich vielleicht. Ja, okay, dein Vater hat Erfahrung. Menschenkenntnisse. 40, 50 Jahre. Man erkennt das nicht. Ist durch die Welt gegangen. Achso, meine älteste Schwester, sieht die nicht aus wie eine Marokkanerin? Original sogar. Nein, richtig tunesisch. Ja, sieht original aus wie eine Marokkanerin. Aber was meine ich mit Marokkaner? Wenn ich mal. Guck mal. Marokkaner sind ja jetzt nicht irgendwie die Blaupause für den Nafri. Ich sag jetzt nur Marokkaner, weil die Leute haben dann ein Bild im Kopf, was sie sich vorstellen können. Ja, ja. So. Du denkst, dass sie. Okay, an dieser Stelle. Bitte in den YouTube-Kommentaren oder auf Insta, die deutschen Podcasts. Das ist schlau. Schreibt mal drunter. Sieht man einen Unterschied zwischen Algerier, Tunesier und Marokkaner? Oder anderen Ländern. Oder Europäer oder zwischen Inder und Pakistaner? Also willst du mir sagen. Okay, nee, Amerika ist ein falsches Beispiel. Ja. Wenn wir. Westafrikaner kann man nicht. Wir gehen jetzt zum Bazar. Ja. Nach Tunis. Ja. Und wir fragen einen Bazar-Verkäufer. Ja. Siehst du den Unterschied zwischen Europäer? Weißt du, wo die herkommen? Erkennst du das? Was wird der sagen? Oder sagt er, nein, Europäer sehen alle gleich aus? Ob Franzose, Deutsche. Ja, der wird natürlich, weil die diesen Nafri-Charme aufsetzen, der will so zeigen, dass er der Bringer ist auf dem Markt. Der wird sagen, nein, ich erkenne alles. So. Aber erkennst du nicht? Die Europäer sehen gleich aus. Natürlich gibt es gewisse. Man muss das natürlich auch gebietsmäßig einschränken. Der Zentraleuropäer. Sprich, der Skandinavier, der Brite, der Deutsche, der Franzose, der Belgier sieht gleich aus. Ein Südgrieche, die aussehen wie ich, der sieht natürlich nicht aus wie ein Deutscher. Ne? Oder einer aus Süditalien, aus Sizilien, die sehen auch aus wie ich. Okay. Die sehen auch nicht aus. Rumänien, Bulgarien. Ja, die sind so. Ja, denkst du, einer kann Rumänien und Bulgaren unterscheiden? Ja. So, das ist so wie Ostblockmenschen. So Bosnier, Russen.
Also Litauen, Lettland, Weißrussland. Siehst du keinen Unterschied zwischen Russen? Ich glaube nicht, nein. Gute Frage, nein. Ich denke wirklich nicht. Was sagst du, Rita? Andere Frage, denkst du, ich finde das eine gute Frage. Siehst du einen Unterschied? Jetzt bei Russen allgemein oder meinst du allgemein jetzt bei... Ja, bei Russen sieht man den Unterschied. Ja, nee, wir reden, er meint Ex-Sowjetländer. Ob du einen Weißrussen und einen Russen nicht so voneinander unterscheiden kannst. Und einen Ukrainer. Nein. Nein. Was sagst du? Ukrainer, Russe, Weißrussen. Ukrainer, ich glaube schon. Findest du, man sieht optisch ernst einen Unterschied zwischen einem Türken und einem Kurden? Ja. Echt jetzt? Ja, das sieht man. Kurden haben mehr so einen dichteren, dunklen Bart. Das halte ich für ein Klischee. Weiß ich nicht. Ja, kommt darauf an, welcher Kurde aus welchem Gebiet. Macht das was aus? Weil jetzt zum Beispiel Redas Bruder sieht nicht aus wie ein Kurde, aber Reda ja. Da siehst du, aber könnte Redas Bruder nicht ein Türke sein? Ja. Dein älterer Bruder? Siehst du? Aber einen Chinesen wirst du nie für einen Türken halten. Das meine ich. Je nach Gebiet, weil ich glaube, wie du sagst, das verschwimmt miteinander. Genau, also ich glaube, wie du Menschen von ihrer Optik einordnest, ich glaube, das ist gebietsbedingt. Und da Indien und Pakistan im gleichen Gebiet sind, oder Senegal, Nigeria und Ghana, oder Äthiopien und Eritrea, deswegen sehen die Menschen gleich aus, weil diese Grenzen wurden ja irgendwann gezogen. Okay. Deswegen denkst du, ehrlich, zwischen einem Äthiopier... Aber ihr schweift doch ab gerade. Ihr habt ja gesagt erstmal, ob ein Pakistaner einen Inder erkennt. Genau. Ob wir erkennen, ist doch scheißegal. Ja, ich glaube nicht, dass man das erkennt. Das ich glaube auch nicht, dass die das erkennen, nur vom Sehen. Doch. Nein. Also Pakistaner und Inder erkennen sich gegenseitig. Nein, erst wenn die sprechen. Das heißt... Also glaube ich, ne, bevor jetzt jeder sagt, ich sage jetzt... Okay, ein Ägypter... Ja. Er kennt am Flughafen einen Tunesier? Nein. Der ist am Flughafen und sagt, ey, das ist ein Tunesier. Wenn er in Ägypten sieht? Nein, in Deutschland, Frankfurter Flughafen. Ich frag dich umgekehrt. Du warst in Ägypten. Ja. Fandest du, die sahen so aus wie ich und Dulli und Sammy, die Leute da? Ernst, wie ehrlich. Wie die nicht, aber wie du ja. Das war's. Wo ich lange Haare hatte. Ja. Du hast so keinen Unterschied gemerkt. Da hat nur noch ein Handtuch gefehlt. Ja, siehst du? Da. Ägyptischer Hotel-Animateur. Ja, ja. Denkst du, es gibt optisch, ernst, einen Unterschied zwischen Iranern und Aserbaidschanern? Gute Frage. Ich glaube nicht. Ernst jetzt, Iraner und Aserbaidschaner, die sehen das doch gleich, Alter. Vielleicht nur die Operation. Ja, genau, die Aserbaidschaner können sich das nicht leisten. Michael Jackson war die Iranerin. Ja. Das war der Beste. Danke, danke. Deswegen, ich glaube, anders gefragt, denkst du... Unterschied zwischen Kanadier und einem US-Amerikaner. Niemals siehst du das. Wie willst du das sehen? Der ist aber Canadian. Denkst du, es ist Kanadier? Ryan Reynolds. Kann er kein Ami sein? Ja, okay. Das ist doch... Was interessant wäre, ist... Latinos, so Kubaner und Puerto Ricaner, wenn die sich sehen. Erkennen die das? Denkst du auch nicht? Erst wenn die reden. Wie sehen eigentlich die Leute aus Malediven aus? Oder Seychellen? Wie Inder. Echt? Ja, ja. Das ist halt das. Da merkt man eigentlich, dass wir alle gleich sind, ne? Also jetzt nicht alle. Ne? Es gibt natürlich Leute. Eigentlich stimmt, hast recht. Es gibt Leute, die sind. Okay, von Ägypten bis Jordanien. Ja. Siehst man einen Unterschied? Ich glaube nicht. Ich will jetzt nicht, da regen die sich alle auf. Ich meine nicht. Wir gehen ja nur vom Aussehen. Ja, wir gehen ja nur vom Aussehen. Ich glaube nicht, weil das siehst du ja auch immer, dass man sagt, ja, bei dem habe ich es nicht erkannt oder du kannst es nicht. Ich denke wirklich nicht. Es ist je nach Gebiet, weil guck mal, man sagt doch zum Beispiel auch bei Afghanen. Je näher dir je weiter es nach rechts geht, Richtung China und Mongolei, die Afghanen von da sehen so aus. Ja. So richtig asiatisch. Also ich rede nicht davon, dass man sagt, haha, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Asiate, sondern ich rede davon, dass wenn er sagen würde, ey, ich bin Vietnamese, dann würdest du dem einfach glauben. Mhm. So. Und dann gibt es natürlich die anderen Afghanen, die aussehen wie ich. Dann gibt's. Aber da Iran ein extrem großes Land ist, extrem. Fünfmal größer als Deutschland. Ja. Immer wenn ich mit Iranern rede, haben die auch gesagt, auch da, weil das Gebiet halt so groß ist, das Einzugsgebiet.
Gibt es da auch Unterschiede? Je nachdem, wenn du je nördlicher du gehst, dann sehen die aus so wie Volker, jetzt so übertrieben gesagt. Doch. Genau. Und dann die meisten sehen natürlich aus wie ich. Mein Vater, seine Schwestern, ja. Beide, ja. Sind beide blond, haben blaue Augen. Ernst? Mhm. Richtig blond. Hat er nicht letztens ein Bild sogar gezeigt? Der ist hier. Ich sag dir gleich, der soll dir zeigen. Bild von seinen Schwestern. Blaue Augen, blond. Genau. Dann in der Mitte, die sehen so alle aus wie ich. Und dann Richtung Süden. Ja, dann wird's dunkler. Ja. Auch so, dass die durchgehen könnten als Inder. Ja. Gibt auch. Ich habe auch oft Iraner gesehen, die so indisch aussehen. Weil sie extrem dunkel sind. Dann haben die noch dieses glatte Haar. Deswegen, jetzt können, also, jetzt ernsthaft, ich meine die Frage wirklich ernst. Die Leute sollen das sagen, ob laut deren Definition oder deren Ansicht, ob man das unterscheiden kann. Immer gebietsabhängig. Ne? Dass ein Deutscher und ein Chinese sich erkennen, das ist uns klar. Wir reden jetzt davon, ob... ihr wisst, was ich meine. Okay, erkennt ein Saarländer einen Thüringer? Nein, nur an der Sprache. Nein. Ich glaube nicht mal, dass ein Pferd ein Zebra beim Zebra einen Unterschied sieht. Der denkt einfach, das ist ein behindertes Pferd. Wo warst du wieder? Unterwegs? Also, mein Schatz, Cheyenne. Ich, welche Städte warst du? Bremen, Kiel. Boah, wie machst du diese Autobahnfahrt? Ja, boah, Lübeck, Fulda. Ja, jetzt bin ich in Albstadt, in Saarbrücken und Augsburg. Da kommt die Augsburg. Aber nicht erst Albstadt, Saarbrücken und dann Augsburg. Albstadt, Augsburg, Saarbrücken. So ist die Fahrt. Warum? Was weiß ich. Eigentlich müsste Augsburg, Albstadt, Saarbrücken. Warst du schon mal in Albstadt? Ja. Was geht ab? Nichts. Ich frage mich, warum ich da gebucht bin. Nicht, dass ich entführt werde. Nee. Wie bei Hostel. Hast du Hostel geguckt? Mit Paris Hilton? Guck mal. Nein. Das war House of Wax. Ja. Warte mal, was war Hostel? Wo diese amerikanischen Jungs so in Osteuropa eine Tour machen, dann werden die so entführt und misshandelt in so einem Raum. Ach so, das ist doch dieser Sexfilm da. Nee, der ist eigentlich, hat nichts mit Sex zu tun. Da geht's halbe Stunde nur um das. Nein, nein, das ist der nicht. Dann ist der andere. Nein, bei Hostel geht's nicht um Sex. Das ist nicht der? Nein, nein. 30 Minuten und dann kommt irgendwann plötzlich, wenn da Leute ermordet nein, in diesem nein, Hotel. Nein, nein, nein. Aber den können wir, ja, Hostel könnten wir eigentlich mal gucken. Dulli hat Angst vor Horrorfilmen. Oh. Der guckt nicht. Den wird doch kein Geist beißen, ist zu fest. Gestern hat mir Reda einen Film gezeigt. Welchen? Der war Feierabend. Welcher? Mit Jason Statham. Wie heißt der? Wie heißt er? Was? Cash Truck. Das ist der neue, ne? Mit dem, der neue, mit dem, wo der bei der Polizei arbeitet und den Wagen. Geldtransporter. Ja, im Geldtransporter. Ja, ja. Hast du nicht gesehen? Den hab ich schon so geguckt, doch. Der war so krank. Ja. Geil, Jason Statham ist eklig. Übertrieben. Ich war gestern schockiert. Ja, der ist anfällig für so Filme. Siehst du, wir müssen dir die Originators zeigen, so Van Damme und so. Von der ersten Sekunde bis zur letzten, da habe ich mich noch mit Reika gestritten, weil der so einen asiatischen Film aufmachen wollte, weil die für 11 Oscars nominiert sind. Und dann dürfen wir aber nicht den Trailer gucken, weil sonst machen wir die Spannung kaputt. Der Reika ist doch eh... Wie Reika? Reykjavik? Ist aus Reykjavik oder was? Reika-Leika. Reika-Leika. Leika. Kann er gut kochen? Ja. Echt jetzt? Ja, der kann sehr gut kochen. Okay, das heißt, das kann man dem nicht wegnehmen. Okay, warte mal. Man muss den mit anderen Sachen dissen. Auf jeden Fall, ich war ja schon überzeugt. Ja. Dulli sowieso, weil der frisst ja nur. Ja. Und spielt so Schach auf seinem Bauch. So. Ja. Aber dann... Was mich so richtig überzeugt hat, als Omar da war, ja, habe ich gesagt, und, was sagst du? Und der dreht sich um und der sagt, der Junge kann kochen. Echt? Ja. Geil. Der eigentlich nur für Kritik da ist. Ja, der ist nur, ja, der hat auch nur kritisiert. Empathie, Alter. Nur kritisiert. Ja, der redet alles schlecht. Alles schlecht. Ja, reden. Irgendwann dreht sich im Madison Square Garden auf und sagt, ja, Bruder, das war jetzt nicht so krass. Ja, aber er hat gesagt, der Junge kann kochen. Also ja. Reika, auf jeden Fall Reikas Show auf TikTok könnt ihr euch geben. Sehr, sehr geiler Typ. Wieso hast du eigentlich deinen Bruder nicht eingeladen? Weil ein bestimmtes Zeichen gefehlt hat. Also, nein. Ich wäre doch gekommen für meinen Bruder. Nein, nein. Warum machst du Grand Opening? Weiß ich noch nicht. Machst du aber dann so Party? Ja, ja. Ey, geil. Richtig. Aber ist der Laden jetzt auf offiziell? Nein, noch nicht. Okay. Also wir machen jetzt die Eisdiele auf. Also Straßenverkauf für Eis. Aber mein Vater hat mich ja heute komplett beleidigt. Ja, oh, ganz normal. Weil mir wieder eine Idee eingefallen ist. Ich habe gesagt, das muss noch umgesetzt werden. Was denn? Du darfst nicht sagen. Sag lieber nicht. Ja, aber die wird sein. Safe? Ich will eine Schaukel im Laden haben. Warum?
Sieht stylisch aus. Achso, für den Style? Ja. Ja, so eine Schaukel wäre echt nicht verkehrt. Ja. Nee, deswegen, also wie gesagt, zu den richtigen Infos komme ich, wenn es alles klar ist. Ja, es sind ja geile Sachen. Ja. Und ja, aber die Verkostung war gut. Das freut mich. Die Leute waren sehr ehrlich, direkt. Ja? Ja, ja. Hat dir das Essen geschmeckt? Ja. Oder ist es nichts für dich einfach? Ja, viele Sachen esse ich ja nicht. Ja. So Lachs. Isst du Lachs? Ja. Nee. So mit Avocado und so? Boah, ich mag Lachs. Lachs ist schon geil. Echt? Zwiebeln? Lieb ich. Warte mal. Das heißt, du würdest das feiern. Weil ich würde das ja nicht essen. So. Lachs, Frischkäse, ja. Avocado. Ja. Mit Pink Onion Zwiebeln. Ja. Honey Mustard Soße. Nein. Nicht? Mit was in der Soße? Ich mag kein Süßes auf so Essen. Ah, du hast ja dieses Problem, ne? Ja, ich habe so voll AIDS, wenn das kommt. Wie AIDS? Ich krieg dann so. Okay, ich sing dann Daylight in Your Eyes. Okay, das ist hart. Das ist hart. Das ist hart. Boah, ist das asozial. Was ist, wenn ich diese Person irgendwann mal sehe? Welche? Ja, die. Aufpassen, dass euer Blut sich nicht vermischt. Warum rutscht das immer runter? Sein Gesicht. So ist besser. Okay, was anderes. Also du magst kein Süß auf... Warmes Essen. Und wenn es kalt ist? Auch. Ich mag kein Süßig. Nichts Süßes. Süßig? Ich mag kein Süßig. Ja. Ich bin doch erschöpft, Bruder. Magst du süß auf Essen, Reda? Okay, jetzt wenn du so einen Burgerladen. Würdest du ein Spiegelei von Redas Glatze essen? Das wäre stylisch. Ja. Magst du Honigsenf? Nein, das ist doch Honey Mustard. Ich dachte, du weißt nicht, was das ist. Ja, klar, lach mal keine Scheiße. Okay, du magst so Barbecue. Ey, Moment mal, aber wo Mustard? Ist DJ Mustard? Ist das dann einfach DJ Senf? Ja. Kein Wunder, dass der so wack ist. Was mit Barbecue-Soße? Barbecue-Soße mag ich. Die ist süß? Die ist nicht süß, nein. Hä? Barbecue-Soße ist jetzt nicht süß, ne? Natürlich. Das ist, weil dein Wort Gewicht hat. Deswegen holt das Mikrofon. Barbecue ist doch süß, oder nicht? Nein. Reda? Was will der gucken? Okay, was ist deine Lieblingssoße? Harissa. Soll ich mit reinnehmen? Ja, bitte. Ja? Ja. Ich mach extra ein Nisa-Gericht. Ja, mach ein Nisa-Gericht. Wie nennen wir das? Nisa-Gericht. Ja, das ist so langweilig. Nisarius. Und dann sowas Mexikanisches? Ja. Wann gehen wir eigentlich nach Mexiko, meine Vorfahren besuchen? Ich will nicht nach Mexiko. Die ganzen Drogenkartelle sind jetzt nach Tulum. Du sollst doch nicht dahin, Alter. Ja, wo willst du hin? Die sind doch überall. Nein, wir gehen in die Touristikgegend. Die kommen jetzt alle dahin? Nein. Doch. Was hast du? Ich hab recht. Wieso? Da ist ein süßlicher Anteil drin. In Barbecue-Soße? Ja. Ja, ich esse das ja nur auf Nutella-Brot und so. Was, Barbecue? Ja. Auf Nutella? Ihhh. Was? Ja, weil es süß ist. Du laberst doch. Nein. Du isst ein Nutella-Brot mit Barbecue-Soße? Bist du schwanger? Heute ist alles möglich. Ja, das stimmt. Ey, der beste Spruch aller Zeiten kam echt von dir. Welche? Du gehst in die Legende ein. Welche? Wenn hast du schon jemals einen Mann gehört, der sagt, hast du schon jemals eine Frau gehört, die sagt, nein, umgekehrt. Ja. Hast du jemals einen Mann gehört, der schon mal gesagt hat, ey, meine Frau ist voll zu weiblich. Ja, ja. Die ist mir zu weiblich. Das ist die ist zu feminin. Die ist zu Frau. Ja, das ist mir zu giftig. Das ist schon sehr stark. Wenn so zwei Freunde sich unterhalten, ey Bruder, meine Frau ist total feminin. Oh, das ist sehr schlimm. Das tut mir richtig leid. Und so ist es ja, wenn man maskulin ist. Zu viel Maskulinität ist schlecht. Mhm. Meine Frau ist sehr feminin. Die ist eine richtige Frau. Ich habe mal eine Frage, aber ja. Sehr ehrlich. Ja. Wollen wir jetzt mal eine richtige Therapeutin einladen? Ja.
Ja, also mir haben einige geschrieben. Ich konnte noch die Nachricht nicht öffnen. Wir müssen sogar, wir haben so viele Nachrichten bekommen. Ja, wir müssen eine gegen... Wir müssen einen Therapeut oder eine Therapeutin einladen, ja. Weil irgendwie, es gibt sehr viele Leute, die da draußen sind, denen es wichtig ist, dass viele Sachen klargestellt werden. Nicht so wie wir. Einfach scheiß drauf, nächste Folge, Alter. Ja, genau. Wir Fakten jucken uns gar nicht. Krass. Gar nicht. Okay. Erzähl mal so einen typischen Nizar Autofahrttag, wenn du zum Beispiel nach Bremen fährst. Boah, ekelhaft. Was machst du? Ich stehe früh auf. Ja. Dann mache ich ein paar Klimmzüge. Du trainierst an dem Tag, wo du noch... Ja. Du machst so viel an einem Tag. Okay, krass. Ich bin ganz krass. Weil ich ja 5 Tage sonst nichts mache. Ich ziehe alles an. Und dann? Ich drücke das Gaspedal an einem Tag durch. Dann esse ich kurz was, dann steige ich ins Auto, dann fahre ich so 6 Stunden. Aber was machst du in diesen 6 Stunden? Podcast hören, Musik hören. Telefonierst du auch? Nee. Ich hasse doch telefonieren. Aber 6 Stunden nicht einmal telefonieren? Nee. Ich weiß, andere machen. Ich höre so Podcasts oder höre Mucke. Was hörst du so? An Podcasts? Ja, Snitch. Ja, natürlich die Deutschen. Du hörst uns nicht. Guck mal, das wäre werbetechnisch sehr schlecht zu sagen. Ich höre uns. Ich höre uns natürlich. Ich gucke immer uns. Ja? Ich kann dich hören. Ich muss das sehen. Nee, ich kann uns hören. Manchmal, wenn ich aber gute Laune haben will, dann will ich so stellen, dann höre ich. Ey, ich habe mich so kaputt gelacht. Das ist auch eine der lustigsten Sachen, weil die Therapeutin da war. Und du fragst irgendwas. Guck mal, das war, nachdem du die ganze Zeit auf ihrer Seite warst. Und dann fragst du sie was. Dann die so, guck mal, da muss man dann natürlich das so angehen. Und du so, oh, was denn noch? Was denn noch? Wie viel denn noch? Das ist voll die Arbeit, diese Scheiße. Warum geben wir uns das? Ey. Der Dulli zeigt euch gleich ein Video. Ja. Ihr werdet euch kaputt lachen. Ja. Mir hat heute Morgen jemand den Parkplatz geklaut. Ja. Und der hat das aufgenommen. Ey, weißt du, wie lustig das war? Ja. Ich habe nicht gelacht. Ich war ernst. Ja. Weil der hat mir meinen Parkplatz geklaut. Ja. Und die haben das aufgenommen. Weißt du, wie sie sich kaputt gelacht haben? Geil. Ich wollte ihn beleidigen, aber ich habe ja an meinen großen Bruder gedacht. Der sagt, ich muss mich benehmen. Da habe ich versucht, ihn irgendeine Beleidigung zu finden, dass ich ihn treffe. Fällt mir einfach nichts an. Da hat er so blonde Haare in der Mitte, so ein Fokuhila. Ich sag so, warum siehst du aus wie ein Papagei? Ich sag, du bist ein Papagei, weißt du überhaupt, du bist kein Mensch, weil mir nichts eingefallen ist. Und der so, wie bitte? Ich sag, du Papagei. Ne? Geil, und jemand hat das aufgenommen? Ja, Dulli hat es aufgenommen im Auto. Ach so, geil. Ich zeig's euch gleich. Weißt du warum? Ich sag, du hast mir gerade den Parkplatz geklaut. Weißt du, was der macht? Steigt einfach aus dem Auto raus, holt sein Handy raus, macht ein Foto. Sag ich, was soll das jetzt? Dokumentation. Ja, für was? Und ich sag, wie Dokumentation? Ich sag, du hast mir den Parkplatz geklaut. Und dann, der hat mich ignoriert. Dann muss ich schon sagen, ich muss, ey, du Papagei. Geil. Ich musste den irgendwie beleidigen. Das ist aber gut, sagen. Das ist so human. Wir kommen. Du Papagei ist gut? Ja, der Papagei ist gut. Ist ein weiblicher Papagei eigentlich ein Mamagei? Weiß ich nicht. Oder? Ja, es gibt für manche Tiere kein weibliches Geschlecht. Wie? Natürlich, es gibt für jedes Tier ein weibliches Geschlecht. Wal? Wählen. und dann Flipper? Flipperina. Flipper heißt der Delfin. Guck mal, ich idiotische Antwort. Delfine oder was? Ja, okay, warte. Delfinen. Ja, ich weiß. Guck mal, das ist Quatsch. Aber Papagei jetzt Mamagei, oder nicht? Nein. Warum nicht? Ja, wie heißt dann der Vater von Papagei? Opagei oder was? Opagei, Mamagei, Tantengei, Katnai Joe. Sag mal, ey, du musst uns eine Liste wegen Filme hier lassen. Warum? Wir haben gestern 2 Stunden gebraucht, einen Film auszusuchen. Ja, nee, lass mal gleich einen Film gucken. Hä? Weil wir schon alles geguckt haben. Ja, nee, ja, aber ihr guckt nicht den, nein, richtigen. Ich hab 100 Filme, was er gesagt hat, habe ich bis jetzt nicht gesehen. Ja. Weißt du warum? Weil er seinen Bruder nicht respektiert. So. Bis jetzt den zweiten Teil von Bruce Willis habe ich immer noch nicht gesehen. Keine halben Sachen. Ja. Ey, eins war brutal. Vergiss nicht, gut. Wie wir da gelacht haben. Eins weißt war du, gut. Wo der so reinkommt und er sieht, dass Bruce Willis das sieht. Ja. Und dann macht er einfach so, geht. So den Spaß. Ja. Das war geil. Ey, der Film war lustig. Sehr gut. Ey, bitte guck keine halben Sachen mit Bruce Willis und Michael Clark Duncan. Ja. Der von The Green Mile. Aber ey, auch Dulli, der hat so ganz komischen Geschmack. Ja, Bruder, der hat auch komischen Geschmack.
Und Reda ist so solide. Weißt du, wie dulli ist? Hm. Wer ist diese blaue Lokomotive? Thomas. Ja. Der sieht ja auch so aus. Stimmt. Thomas, die Lokomotive. Ja, so sieht er aus. Der ist auch so eine Lokomotive. Und, wie läuft's? Ja, es läuft gut. Ja? Ja, ey, ich schwöre, lass mal echt einen Film gucken. Wir haben lange keinen. Guck mal, was für Spaß wir hatten, wo wir Filme geguckt haben. Dann können wir immer so kuscheln. Das stimmt, wir kuscheln immer, ne? Ja, ja, weil wir uns lieben. Das ist wahre Liebe, das kennen die anderen nicht. Was machst du da? Was machst du da? Parkplatz. Was? Der klärt den Parkplatz. Der ist doch so ein Hausmeister. Er redet das echt. Hausmeister, wie ein anderer Kurde, den wir kennen. Das ist der böseste Insider. Ey, der Facility Manager. Das gefällt dir, ne? Alp, Alter. Der Arme. Ey, wie du, ey, wie der Scheiern. Das war so geil. Wie der Animus und Costa gedisst hat letztens. Das war lustig. Ne? Irgendwas mit Hits. Ja, aber so. Hits, das, was ihr nie gemacht habt, oder irgendwas. Ja, Hits, guck mal, Hits Jahren werden so geschrieben. Ja. Ich sag, habt erstmal einen Hit, dann reden wir weiter. Beide, beide hat nie einen Hit. Das ist ja das Geile. Das stimmt. Charte erstmal. Ja. Das ist, du, guck mal, du bist loyal, weil du 50 verteidigt hast. Ja, ich finde diese Diskussion Schwachsinn. Jay-Z, Legacy. Nein, nein, guck mal, weil du ein 50-Fan bist, das Argument von denen ist schon richtig. Aber, ja, aber in ihrer Welt. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber, deine, aber auf alles andere würdest du es auch so beziehen. Nein. Ich sag dir. Nee. Okay, du hast gerade ein Beispiel genannt. Ja. Ich weiß nicht mehr welches, aber... ob Fußball, ob Basketball, du würdest niemals einen der drei... Ah, ja, okay, ich weiß das Beispiel wieder. Wir haben ja einmal den Unterschied zwischen Technik und einmal Gefühl. Ja. Ein geiler Song, der einfach geil vibet, ja, ja. Oder die Technik dahinter. Ja. Das kann man doch trennen. Genau. Warum trennt man das aber nicht? Warum trennt man 20 Jahre Legacy oder 3 Jahre den krassesten Run aller Zeiten? Warum muss das jetzt vermischt werden? Ja, weil die sagen, ja, der eine ist seit 20 Jahren da, der andere hat nur 3 Jahre ausgehalten. Genau. Aber warum trennt man das nicht, wenn man das sogar da trennt? Technik und Vibe. Warum ist das genau gerade? Weil wenn wir das trennen würden, wäre 50 ganz alleine auf dem Platz. Und dann kommt niemand danach. Ja, diese 3 Jahre waren einfach. Also. Diese 3. Ja, aber Kost hat auch schon recht, wo er gesagt hat, er ist aber das einzige Film. Niemand hatte so 3 Jahre. Kein Künstler auf der Welt. Ja, also, von was reden wir dann? Warum müssen wir dann Jay-Z noch immer erwähnen, wenn er in seiner Sphäre alleine ist? Ja, man muss, aber setzt man dann diese 3 Jahre über alles andere, weil man sagt, diese 3 Jahre hatte niemand. Nein, da muss man 50 aus dem Topf rausnehmen und sagen, okay, das hat noch nie einer geschafft, deswegen ist der allein im Universum. Dann, so sehe ich es auch aber. Ja, ja, genau. Und im anderen Universum, dann können wir dann Jay-Z reinnehmen. Und Drake. Drake, und Nas. Wayne. Dann kann man das vergleichen. Ja. Wie lange ist Lil Wayne am Start? Okay, ja. 18, 30 Jahre. Ja, ja. Drake, 14 Jahre. Ja, ja. Dann kann man vergleichen. Aber warum nimmt man 50, der als einziger das geschafft hat, den größten 3 Jahre? Vielleicht, weil man ihn extra schlecht machen will. Danke. Man, oh, stimmt, weil man sagt. Siehst du? Ja, guck mal, der hat nur ein Titel. Ich bin ein fairer Typ. Das ist unfair. Diese 3 Jahre. Deswegen, das war nicht korrekt von denen. Aber was willst du einen erwarten? Ja. Die sind aber beide böshässlich, ne? Wie Jay-Z und 50 oder? Nein. Costa oder Costa Animus? Und Musa. Ne, Costa sieht eigentlich gut aus. Bruder, für einen 50-Jährigen? Costa ist 50, ne? Echt? Ja. Vielleicht will er nicht, dass du sein Alter verrätst. Nein, das ist bekannt. Woher weißt du das? Ich schätze das einfach. Ja, Mann. Ey, wenn 50 kommen würde, das wäre so geil. Ja, das wäre der größte Traum meines Lebens. Ich weiß, dass der geil drauf ist. Man hätte Spaß mit ihm. Der wird sich freuen, wenn du so für den rappst. Ey, stell mal vor, also das wäre mein größter Traum. 50 Cent so einfach mal sehen und chillen mit ihm. Ja, weil ich glaube, der wird uns auch mögen. Ja, der wird uns mögen, weil wir hängen geblieben sind. Weil wir so Sprüche machen. Ja, wir würden ja auch, ich würde ja auch den roasten. Mir scheißegal. Ja, das würde ich nicht machen. Ja, aber natürlich mit gewissen Abstand, dass wir noch weglaufen. Kennst du diese Interview, wo 50 zwei Wörter sagen muss, ne? Genau, und er nennt dann immer die, ja, ja, super, der ist super sympathisch, geiler Geschäftsmann auch, geiler Typ. Ich wusste ja gar nicht, ey, das wusste ich nicht als 50-Fan, dass 50, ich dachte die ganze Zeit, 50 ist alleine rausgekommen und hat danach Lloyd Banks und Tony Yayo dazugeholt. Ja. Die waren vorher schon eine Gruppe. Ja, genau, ja. Das wusste ich nicht. Genau, die waren vorher, also, die waren vorher seine Crew immer. Der hat die aber dann mit hochgezogen.
50. Oder dieser Pub, den fängst, ne? Pub in the bank. Hat 166 Millionen auf Spotify. Ja, immer noch? Ja. Einfach so ein G-Unit-Song. Ja. Everywhere we go through. All the gangsters around the Mohoku. Ey, das Video ist auch zu krass. Ja, in dieser Garage und so. Das war von Jean-Claude Van Damme Leon nachgemacht. Nicht dein Ernst. Ich doch. Nein. Ich guck mit dir Jean-Claude Van Damme Leon. Da ist eine Szene, da... Warum muss alles Van Damme sein? Ja, voilà. Alles ist Van Damme. Alles ist auf... Die Bundesregierung aus, von Bonn nach Berlin gezogen, ey, das war Van Damme. Das ist doch Königreich des Schattens, oder wie das heißt. Das ist doch auch zu... Weißt du, ihr Crowdwork mit Stallone? Ja, das ist doch witzig. Ich mag Afghanistan, da kommt Stallone her. Oder nee, war Rambo 3. Wo wurde Rambo 1 gedreht? In Amerika. Rambo 2? Vietnam. Also spielt in Vietnam. Ich glaube aber auch, dass da gedreht wurde. Ich bin mir nicht sicher. Und Rambo 3? Kann auch sein, dass sie in Thailand gedreht haben. Rambo 3 in Afghanistan. Und Rambo 4? Rambo 4 ist in... Ich glaube auch in Thailand gedreht, spielt aber in Burma. Rambo 5? Rambo 5 ist in Amerika, haben wir ja geguckt. Und Mexiko teilweise. Okay. Das heißt, für diese Länder hast du jetzt alle Sympathie? Ja. Ohne Grund. Ja. Gut. Und auch für Burma, was so fiktiv ist. Ne, Burma ist ja echt. Aber er spielt ja nicht in Burma. Genau. Nee, der Film spielt in Burma. Aber die haben wahrscheinlich nicht da gedreht. Ja, okay. Ich bin nicht ganz sicher. Aber was nimmst du jetzt als Sympathie? Für? Das, wo es spielt. Das ergibt so gar keinen Sinn. Ein erwachsener Mann. Das ist geil. Oder ich spiele doch immer alles auf Van Damme zurück. Nenn doch irgendwann deine Kinder so. Ich hab dir doch gesagt. Würdest du dein Kind Van Damme nennen? Nein. Nicht? Da hört die Liebe auf. Stallone? Nein, und ich hab dir doch gesagt. Guck mal, Bruder. Forrest Whitaker ist ein Oscar-Preisträger. Hotel Rwanda, der Butler. Der hat so viele bekannte Filme. Der ist ein Star. Und ich sag immer noch, ja, das ist der Schwarze vom Bloodsport. Vor einer Sekunde zu sehen. Genau, ist. Als er damals den Oscar gewonnen hat, hab ich gesagt, warum dankt er nicht Van Damme? Hat er da seine erste Rolle bei Bloodsport. Das ist unkorrekt. Aber was das in dir ausgelöst hat, ne? Man würde ja sagen Kind, aber es ist ja immer noch so. Als du das Geschenk bekommen hast. Ja, ich habe mich gefreut. Aber ich merke hier, was für einen großen Kopf ich habe. Nee, da ist noch Haare drauf. Ey, wieso habe ich so einen großen Kopf? Ich habe schon einen großen Kopf, ne? Ja, du siehst aus wie diese Mastertech. Ja. Diese Mimi, Mimi. Hast du Mastertechs gefeiert? Ja. Spielt der nicht Jack Nicholson sogar mit? Ich mag Jack Nicholson nicht. Was? Mm-mm. Sag mir einen geilen Film. Batman? Nein. Departed, einer flog übers Kuckucksnest, Shining. Was passiert hier? Kuckucksnest, was? Einer flog übers Kuckucksnest. Nein, kenne ich nicht. Departed, kannst du, ist kein Jack Nicholson-Film. Doch, der ist der Beste in dem Film. Nee. Der ist der Mafia-Boss und der ist der Beste in dem Film. Ich finde Leonardo DiCaprio viel besser. Nein. Nee. Du hast wieder dieses du hast nur wieder Sympathie, weil der aus den 90ern ist. Nein, der ist doch noch älter. Oder aus den 80ern. Aus den 70ern sogar. Also, lass das mal weg. Ja, aber dann habe ich nichts mehr. Nein, das war Spaß. Nein, Jack Nicholson ist ein brutaler Schauspieler. Sag mal so, nenn mal so ein Legacy wie bei Denzel bei Jack Nicholson. Der ist ja auch eher so ein Nebendarsteller. Danke. Also hat es nicht gereicht. Wutprobe? Der ist gut, ne? Wie findest du den mit Adam Sandler? Ich finde ihn gut. Obwohl ich Adam Sandler für mich mag. Der ist gut, wegen Jack Nicholson aber. Lachst du bei Wutprobe? Ja. Viel? Ja, weil er den abfuckt. Total. So im Flugzeug. Ey, der hat einfach gar nichts gemacht, der Arme. Aber du bist so ein bisschen wie der. Ja, ey, der hat gar nichts gemacht. Wie ist der eine, der Menschenfleisch gegessen hat? Jeffrey Dahmer. Nein, der im Film, Mann. Weiß ich nicht. Mit, alle sagen so, der hat so eine Maske an, in so eine Zwangsjacke. Ach, Anthony Hopkins. Ja. Ja. Sag mal von dem ein paar Filme. Der hat doch 1000 geile Filme. Welche? Ja, erstmal den du genannt hast, Schweigen der Lämmer. Ja. Dann, Anthony Hopkins hat 100 geile Filme. Ich komme jetzt nicht drauf. Der hat doch geile Nebenrollen. Das sind diese Nebenrollen da, Schauspieler. Anthony Hopkins, Gene Hackman, Jack Nicholson. Die haben geile Filme. Also die haben immer geile Rollen. Aber wie Nicolas Cage abgestützt ist. Ja, der ist, also gegen den, der ist krass abgestützt als Van Damme. Du warst so weit oben. Ja, es sind, man sagt ja, es sind einmal, es ist dein Benehmen, du drehst irgendwann durch, dann hast du ja... Aber gibt es so Skandale von ihm?
Nicolas Cage? Ich glaube, ja, der hat halt Steuerprobleme gehabt, ne? Ja, aber und das ist ja nicht Grund, Filme doch, jetzt für 6 Euro zu drehen. Doch, das war sein Grund, weil er musste Geld reinbringen. Das sagt er selber. Deswegen hat er alles angenommen. Alles. Ich musste Geld verdienen. Alles. Zudem mit Bruce Willis, Demenz jetzt. Keine Ahnung. Ey, der Arme ist wirklich Demenz? Ja. Jetzt. Was, aber so im Stadium, Frühstadium oder? Aber jetzt ist diagnostiziert. Jetzt Demenz vorbei. Das heißt, der kann sich nicht mehr erinnern. Das Krasse ist, dass man das nicht heilen kann, ne? Ich glaube, das kann man schon irgendwie heilen. Ich glaube auch. Ich bin auch. Man sagt jetzt natürlich, oh, das ist eine Verschwörung. Aber ich denke auch, die können Atome spalten, aber können nicht Demenz heilen oder Krebs. Ich glaube, die Leute wollen, dass man Geld für Medizin bezahlt und Behandlung, weil das ist lukrativer. Es geht immer um Geld. Ich glaube, da ist jetzt so ein Arzt, so ein Multimillionär. Nee, sorry. Voll wieder aus dem Kontext. Da ist ein Multimillionär, der hat sich so ein Ärzteteam zusammengestellt und wollte sich verjüngern. Und das ist ja wahnsinnig. Angeblich hat er es geschafft, dass sein Körper 20 Jahre jünger ist. Von den Organen, von dem Herz, wie ein 28-Jähriger, obwohl der so 50 ist. Wie soll das gehen? Mit so Methoden. Habe ich irgendwo gelesen. Könnt ihr mal nachgoogeln. Bei wie vielen Minuten sind wir? Wenn du die Möglichkeit hättest. 46. Sollen wir Stopp machen, die Frage? Nee, weiter. Wenn du die Möglichkeit hättest, entweder du bist unsterblich ab jetzt, wie so ein Vampir oder der Highlander. Du lebst ewig in diesem Alter, so. Ja. Oder du kannst durch die Zeit reisen. Zeitreisen. Ja? Mhm. Was nimmst du, Rida? Ich kann es auch begründen. Ja, warum? Wenn ich unsterblich werde, werde ich das ganze Leid noch die nächsten 100, 2000, 3000 Jahre sehen. Alle deine Liebenden sterben. Ja. Du bist immer da. Ich bin immer alleine. Das ist Abfuck. Und Zeitreisen kann ich Sachen sehen, die mich glücklich gemacht haben. Ja. Würdest du, wenn du in die Vergangenheit reisen könntest, dich bereichern? Normal. Ich habe kurz überlegt, was ist das für eine Frage? Aber ganz ehrlich, wie würdest du es machen? Also was würdest du machen? Es gibt ja so verschiedene Ideen, die man ja auch aus den Filmen sieht. Lottozahlen. Lottozahlen, ja, das ist eigentlich das Einfachste. Ohne Lottozahlen und, obwohl ich euch das natürlich nicht raten würde, und Sportwetten sagen auch, weil du weißt ja alles. Du kannst einfach in das Jahr reisen und da, wo Deutschland 6-0 gegen Brasilien gewonnen hat, und tippst du das. Ja. Nee, wir denken, du bist verrückt. Und du tippst dann 30.000 da drauf. So genau. Ja. Du kannst ja die krassesten Sachen tippen. Also ich würde auf jeden Fall mich bereichern. Aber hallo, was ich machen würde. Genau, aber würdest du zum Beispiel anderen Leuten ihren Ruhm, sie um ihren Ruhm bringen? Weil das würde ich unkorrekt finden. Zum Beispiel, dass du sagst, ey, ich weiß, Facebook wird erfunden, ich erfinde das jetzt einfach ein Jahr vorher. Nein, das nicht. Das wäre wirklich unkorrekt. Nein, das wäre unkorrekt. Ich meine, okay, warte, sehen mich die Leute in der Vergangenheit? Ja. Also die nehmen mich wahr. Die nehmen dich wahr, aber die wissen jetzt nicht, wer du bist. So wie jetzt. Aber ich kann überall springen, wo ich hin will. Genau, du kannst Zeit und Ort bestimmen. Da würde ich auf jeden Fall... Chef, du machst sowas ganz Verrücktes. Der reist zurück und erfindet den Fahrstuhl. Nein. Ich würde auf jeden Fall so in die Zeit zurückreisen, wo Michael so Billie Jean produziert hat. Ja. Und einfach so im Studio sitzen und zugucken. Ja, aber du musst ja erstmal rein. Ja, aber ich dachte, ich kann überall rein. Ja, aber wenn die dich sehen, werfen die dich raus. Dann gehe ich nochmal eine halbe Stunde vor. Okay. Du kannst dich überall hin, aber du hast ja nicht einen Freifahrtschein. Du musst dich ja trotzdem noch an die Gesetze, Regeln halten, wo man rein darf. Ach so. Das meinte ich. Weil sonst hätte ich gesagt, ich würde so in die 1800er oder 1900er. Genau, wo Frauen noch nichts sagen durften. Genau. Und deine Frau heiraten. Nein. Ich wäre gern so... Hexenverbrenner? Ich hätte so gerne die Sklaven befreit. Das wäre aber nicht cool. Warum? Weil du dann die Geschichte beeinflussen würdest. Dann hätte es nie Hip-Hop gegeben und R&B und Funkmusik. Das ist das Problem. Wir brauchen die Schwarzen. Die müssen leider leiden, damit wir geile Mucke haben. Ja! Das ist schlimm, was passiert. Weil es dadurch entstanden ist. Ja, natürlich. Weil Musik ist durch das Leid der Schwarzen entstanden. Aber ist es bewiesen? Wie ist mir klar?
Sicher. Ja? Nicht, dass da irgend so ein Physiker kommt oder so. Physiker, nein. Das ist deswegen, liebe schwarze Geschwister, ich schwöre, ihr tut uns leid, aber wir brauchen den Funk. Wir brauchen James Brown. Ja, wir brauchen Wu-Tang. Wo wären wir und die? Wir dürfen leider nicht intervenieren. Ja, das wäre aber eigentlich eine lustige Idee für so einen Film. Wir reisen so in die Vergangenheit, du siehst so die Sklaverei, du sagst, Bruder, das geht nicht, wir müssen das aufhalten. Ich sag, Bruder, dann sehen wir nie Wu-Tang. Und dann sieht man, wie du so rennst und befreist schon mal einen Sklaven und das verwischt dann langsam. So. Ey, das wäre ein geiler Film. Ja, aber das verwischt. So. Das ist. Ja, okay, wenn ich Zeitreisen darf, was soll ich denn machen, wenn ich nichts machen darf? Du kannst Informationen holen. Und du kannst, wie gesagt, dich bereichern, aber man muss halt schlau machen, weil du kannst auch Sachen beeinflussen. Das nennt man ja diesen Butterfly-Effekt. Du weißt ja nicht, was passiert. Du meinst wie bei Zurück in die Zukunft. Genau. Das ist das beste Beispiel, weil du weißt ja nicht dadurch, dass... Wo ich deine Mutter heiraten will. Dadurch, dass zum Beispiel du zurückreist, du meinst es ja nicht böse, das ist ja jetzt nichts Niederträchtiges, aber du sagst einfach, weißt du was, ich erfinde Adidas. Scheiß drauf. Du weißt nicht, wie du die Welt zerstörst. Vielleicht hat bei Adidas... ein Mann, seine Ehefrau kennengelernt. Diese Familie entsteht zum Beispiel nie. Yeah. Die sind komplett weg. Das ist ja das Interessante. Das heißt, du machst ja voll... Und ich denke, so absurd es klingt, vielleicht beim Lotto richtest du am wenigsten Schaden an, obwohl es auch falsch ist. Das heißt, wenn ich über eine Straße laufe und nur ein Typ ausweichen muss, ändert sich die ganze Welt? Ja, das ist ja das Geile, dieses Konzept. Weil vielleicht dadurch, dass er dich kurz anrempelt, verpasste ein Taxi und durch dieses Taxi hätte er den krassen Job bekommen oder hätte irgendwie seine Frau im Flieger kennengelernt und dadurch ist so voll die große Familie entstanden. Yo. Ja? Das ist es. Was, wo wärst du denn hin? Wenn ich in die Vergangenheit reisen könnte. Van Damme Filmset. Wo er diese Bambus zerschlägt. Nein, ich wäre in die 80er und hätte das nochmal so erlebt. Ich hätte Indiana Jones im Kino geguckt, Purple Rain im Kino. Ich hätte so auf den Tag gewartet, wo Thriller rauskam. Wie das so war. Was die Leute so gedacht haben. Da ist auch kein Internet. Nicht so Mitternacht, wir können das auf Spotify hören. Wir müssen so warten bis 8 Uhr morgens. Aber dann wusstest du ja, wie der Song schon geht. Thriller? Nein, wusstest du nicht. Du wusstest nur die erste Single. Weißt du, was die erste Single von Thriller-Album war? The Girl Is Mine. Hör, dieser Funk-Song? Nein, das ist kein Funk-Song. Das ist The Girl Is Mine mit Paul McCartney. Ach so. The Girl Is Mine, yes, she's mine. Das war die erste Single. Und dann meine ich, die zweite Single war Beat It. Beat It oder Billie Jean. Und dann wussten die Leute, okay, das ist krass. Und dann Album und dann kaufen gehen. Guck mal damals, wie es war. Kein Spotify. Hast einen Song gehört? Musste kaufen gehen. Wie war es? Oder in die 50er reisen und sich fragen, mit der Art Informationen zu bekommen, nur Radio, wo du dir nicht aussuchen konntest, was läuft, und ein TV mit einem Sender, zwei maximal. Wie es Elvis geschafft hat, einfach weltweit der berühmteste Mensch zu sein. Was interessant ist, was du gesagt hast, finde ich, die interessanteste Frage, die mir jetzt bewusst wird nach deiner Aussage ist, jetzt sei mal ehrlich, würdest du jetzt unabhängig, was wir gesehen haben bei Zurück in die Zukunft, wenn du die Macht hast, die Sklaverei von den Europäern gegenüber den Afrikanern, als sie die verschifft haben nach Amerika, würdest du es unterbinden, weil du weißt, du verhinderst das ein sehr großes Leid, aber du weißt, es wird niemals eine afroamerikanische Kultur geben. Es gibt keinen Michael Jackson, keinen Denzel Washington, keinen Michael Jordan, keinen Muhammad Ali, keine Temptations, kein James Brown, kein Hip-Hop, kein... Würdest du es machen und findest du es die Pflicht, ist eine Pflicht, es zu machen? Ja. Echt? Warum? Jetzt bin ich gespannt. Wie viele Leute wurden umgebracht? Über 500 Millionen? 500 Millionen circa, verschifft, erniedrigt, traumatisiert. Boah. Du kannst 500 Millionen Menschen retten. Über die Jahre, weil das hat dir so 300 Jahre gedauert oder so. Über die Jahre, ich würde die retten. Dann leider Gottes müsste man drauf scheißen. Sicher? Ja. Okay, was ist, wenn einer das Gegenargument bringt, guck mal, wie Positives entstanden ist. Schwarze sind gesellschaftlich akzeptiert, was ja aber nicht denen ihr Ziel sein sollte. Gesellschaft, denen muss eigentlich egal sein, was nicht Schwarze über sie denken. Aber die sind Filmstars geworden, super Athleten. Die haben die Popkultur bereichert. Und was ist mit den ganzen Familien, die entstanden sind in Amerika? Das würdest du ja auch verhindern. Okay, aber wer sagt denn nicht, dass sie aus Afrika heraus das alles gemacht hätten? Das wissen wir nicht. Vielleicht wäre James Brown auch so entstanden. Ja, aber dann hätte er halt so
in so einer afrikanischen Dingssprache. Ja, dann wäre das so wie Afro-Trap. Nee, ich würde schon. Das, ja? Wenn du weißt, dass du bis zu 500 Millionen Menschen retten kannst, das steht nicht über eine Musik oder einen Film. Auch nicht die Familien und die ganze, das ist ja eine ganze, es ist ja eine neue Zivilisation, jetzt überspitzt gesagt, entstanden. Weil Afroamerikaner sind ein eigenes Volk. Und die, wer würden nicht entstehen? Also es wird einfach ein Volk nicht, es wird, ein Volk würde einfach nicht existieren. Deswegen, wenn man das gemacht hat. Das ist ja der Knacks in der Frage. Muss man das machen oder nicht? Ja? Ja, aber du rettest ja Menschen. Ja, aber ein Volk wird nicht entstehen. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja, aber das, was entstehen wird, die haben ja kein Leid, weil es es ja nicht gibt. Das ist ein geiles... Ja. Das ist ein super Argument. Stimmt. Ja? Ja, klar. Es entsteht kein Leid, weil es die nicht gibt. Ja. Aber ein Leid wird auf jeden Fall verhindert. Ja. Ey, das ist echt gut. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. Das ist echt gut. Mhm. Das ist wirklich, wirklich gut. Das ist so... Das ist ja weil das, was viele so Philosophen sich fragen. Wenn man in die Vergangenheit reist... Andere Katastrophen. Lassen wir mal Sklaverei weg. Sollte man die oder die Katastrophe verhindern? Weil wenn man sie verhindert, dann entsteht vielleicht das nicht. Weißt du, worauf ich hinaus will? Und deswegen fand ich das sehr interessant. Aber du hast recht, das Argument macht das überzeugt mich. Die einen werden, das Leid werden die ja nicht spüren, weil die einfach nie existieren werden. Ja. Es wird keine Washington-Familie von Denzel geben jetzt. Ja. Die wissen ja nicht, die haben keinen Schmerz. Ja, aber die anderen haben geleidet. Jahrhunderte. Gelitten. Sehr stark gelitten. Ja. Reda, was sagst du? Also mich hat er überzeugt. Ja, ne? Sehr stark. Ja. Aber was denkst du, weißt du, was mich faszinieren würde? Jetzt ernsthaft. Mhm. Was denkst du, wie würden wir uns anziehen? Weil dass wir so Jogging-Sachen tragen und so Sportschuhe, so das ist ja alles von Afroamerikanern beeinflusst. Wie würden wir aussehen? Weil die haben ja alles beeinflusst. Wie wir ja, okay, denk mal andersrum. Ja. Ich gebe dir jetzt ein umgekehrtes Beispiel. Ja. Stell mal vor, ich wäre in der Vergangenheit, würde die Afrikaner da lassen, wo sie sind. Genau, retten. Du würdest einfach unterbinden. Und ich hätte gar nicht mal zugelassen, dass die Europäer nach Amerika gehen, sondern die Indianer da groß geworden sind. Jo, dann hast du aber, jo, was wäre dann? Stimmt. Ja. Was wäre dann? Das ist nochmal. Dann hätten wir hier Europa, ja. Afrika und Indianer als Riesenkontinent. Ey, stimmt, das habe ich gar nicht bedacht. Was wäre dann? Wer hätte dann den größten Einfluss? Ja. Wegen Amerika. Genau. Ey, das ist echt geil. Ja, jetzt sind wir ganz tief drin. Ich komm da nicht mehr raus. Aber wie würde... Ich denke aber trotzdem, dass der Zentralpunkt der Welt wäre dann Europa. Weil die waren halt am fortschrittlichsten und die haben auch alle anderen Ressourcen beraubt. Fortschrittlich oder beraubt, am brutalsten. Ja, und am brutalsten. Und haben wir alles... Ja, aber dann wäre Europa... Dann wäre so eng... Dann wäre England wahrscheinlich USA. Es wird ja niemals Winnetou geben. Ja. Weil dann wäre England USA. Ja. Die wären dann halt so die Speerspitze, denke ich. Nein. Weiß man auch nicht. Ne? Oder? Ey, das wäre. Ey, der hat echt recht. Oder stell dir vor, das ist voll der geile Gedankengang. Die Indianer, die Europäer wären nie nach Nordamerika und Südamerika. Ja. Das heißt, die Urvölker, ne? Native Americans. Die Native Americans, danke, wir wollen ja politisch korrekt sein. Die Native Americans wären einfach da. Und Schwarzafrikaner werden nur in Afrika geblieben. Ja, du musst auch überlegen, diese ganzen Leute aus Brasilien, Peru. Ja, die wird es gar nicht geben, ja? Das ist ja eine Mischung aus Europäern mit Natives, die Latinos sind ja so entstanden. Ey, das ist total verrückt. Dann würden erstmal alle Amerikaner aussehen wie diese eine von Black Eyed Peas. Mit den langen Nein, es wird. Ja, Native Americans wären dann. Ja, die hätten alle so Ding. Ja. So ein Schuh des Manitou-Charme. Genau. Aber wie wäre Afrika? Und was wäre es für Musik? Was hätte es für Musik geben? Bro, die ganze Welt hätte ich geändert. Das ist voll faszinierend, Bruder. Es hätte kein Blues, kein Jazz, kein Soul. Das weißt du ja nicht. Aber es würden Pfeifen geben. Ja, Pfeifen und. Ich schwöre. Doppelapfel. Aber so richtig. Ja. Die haben das hier in diesem Ding geraucht. Ja. So. Es wird. Boah. Ey, wir würden in den Zelten dämpfen. Das wäre so die Kultur, die hätten so, ey, ja. Das wäre so geil. Es wird Pfeifen des Grauens geben. Du weißt ja nicht, boah, die Indianer, ne? Ja. Die waren ja viele. Ja, ja klar. Boah, wer weiß, was eine Weltmacht die geworden wären. Ja, was, wenn man sagt, ja, die waren aber nicht so fortschrittlich wie die Europäer, vielleicht wären sie es dann nicht, das ist ja, man weiß nicht, wie es sich entwickelt, aber das wäre ja so ein... Was heißt fortschrittlich?
Indianer deswegen hatten schon Medizin, Europäer nicht. Das stimmt, ja, aber die waren halt zum Beispiel waffentechnisch nicht so. Deswegen konnten die Europäer die überrennen. Die hatten keine Schusswaffen, die hatten diese Sachen nicht. Die haben ja noch so mit Tomahawks und so Pfeil und Bogen gekämpft. Aber wie wäre die Welt dann? Das ist so voll faszinierender Gedanke. Man könnte eigentlich jetzt ernsthaft einen Science-Fiction-Film drehen. So, wie ist die Welt, wenn Europäer nie in die USA, wenn die Europäer nie nach Nordamerika gegangen sind und Südamerika natürlich. Bruder, dann gäbe es einfach Latinos und Amis gäbe es nicht. Afroamerikaner auch nicht, weil die Europäer haben ja die Afrikaner. Ja. Alles wäre unterbunden. Jeder da wäre da, wo er eigentlich herkommt. Ja, jeder wäre da, wohin gehört. Ey, das ist total verrückt. Das ist richtig verrückt, man wird so verrückt bei dem Gedanken. Die Welt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber die Welt ist doch schön. Das ist ja alles so ausgetauscht. Krass. Ey, das ist total verrückt. Okay, noch ein anderes Beispiel. Ja, das ist das Ganze nicht mehr top. Top nicht. Das ist zu extrem. Aber schon mal, du würdest einfach Columbus sagen, ey, du Vollidiot. Nicht links, rechts. Ist Indien, ja. Ja. Und dann? Und dann geht er dahin. Dann sagt er erstmal Indien. Schon vor, Indien wäre dann versklavt worden. Oder ausgelöscht. Dann würde es keine Inder geben. Ja. Und dann wären die da. Ja. Dann hättest du kein Interview. Ey, was war das? Hättest du kein Interview. Ey, das war stark. Das ist sehr stark. Was war Columbus? Spanier oder Portugiese? Italiener. Nein. Doch. Ehrlich? Ja, ja. Christopher Columbus, Italiener. Aber ich dachte, das erste Schiff ist von weil Spanien. Weil er für die spanische Königin gereist ist, meine ich. Guck mal bitte, Reda. Okay. Wir wollen natürlich nichts Falsches sagen. Wir sagen jetzt schon immer, wir sind dumm, wir haben keine Ahnung. Ich meine, Christopher Columbus war ein Italiener. Aber mit der ersten spanischen Flotte. Ja, Flotte. Genau. So. Stimmt das? Krass, das ist unser Jamie geworden. Eigentlich müssen wir das jetzt bald zeigen. Ja, ja, ja. Italiener. Okay, aber spanische Flotte stimmt auch, ne? Ja. Siehst du? Aber warum? Das ist jetzt erstmal eine Frage. Warum ist ich glaube, die Königshäuser haben so Augen drauf. Hier so eine Goldmünze. Fahr. Ich glaube, ich weiß warum. Die haben wahrscheinlich die Besten der Besten genommen, ja, die so einen Ruf hatten über See, ja, und gesagt, jedes Land angreifen, ja, übernimm das. Ja. Dann ist um eine Kolonie zu machen. Der ist auch voll der Dumm. Der Reiter sagt, das ist Indien. Ich habe Indien entdeckt. Und dann beschreibt er die ja so. Ja, die Inder sind total wild. So, das ist so ein absurder Gedanke. Das ganze Weltgeschehen wäre einfach anders. Ja. Das wäre komplett anders. Sagt er. Aber was für ein Pfeifen. Und was für Pfeifen. Wie rauchen die? Die haben ja immer so, die haben ja auch nicht Tabak, die haben was anderes da reingemacht, ne? So Reda Frank. Ja, der ist so, der ist so ein Shisha-Historiker. Stell mal vor, du siehst auf so ein Bild, so ein Schwarz-Weiß-Bild in so einem Chippewa-Zelt, wie das heißt. Wie heißen die? Warte. Tomahawk-Zelt? Nein. Tomahawk sind diese kleine Axt. Warst aber in der Richtung? Ich weiß nicht, was du sagen willst. Ich lache nur, wo die gehaust haben. Ja, das war doch einfach ein Zelt, oder? Nein, die haben so einen Namen, so einen bestimmten Namen. Ah, ja, okay, warte. Nee, wir können hier googeln. Boah, ich hab's auf der Zunge. Tippi hieß das. Ja, was habe ich gesagt? Hm. Ja, Tippi-Zelte. Die Tippi-Zelte. Schau vor, du siehst so ein Schwarz-Weiß-Bild in so einem Tippi-Zelt und du siehst einfach so Reda, ja, wie so dem Dorfältesten gerade so eine, genau, Pfeife macht. Von seinem Vorfahren. Ja. Der war auch schon so. Der kommt aus der Blutlinie von Köpfemachern. So. Und sein Urgroßraum. Und dann hörst du so irgendwann. Der Blutlinie. Ja. Dann hörst du irgendwann so Dokumentation über Reda. Mein Opa. Sogar sein Urgroßopa. Reda der Erste ist als erster Kurde zu den Native Americans gefahren und hat da die Kunst des Pfeifebauts mitgebracht, was er dann über die ganzen orientalischen Länder verbreitet. Einfach so einer, der so wie Reda aussieht. So. Geil. Reda ist schon so Geschichte. Ja, das ist echt geil. Ey, weißt du, vor 2-3 Tagen waren Dulli reingegangen im Auto. Ja. Weißt du, wir uns kaputt gelacht haben? Weil wir gesagt haben, Reda ist so schnell und flink. Ja. Was ist, wenn es nicht nur einen Reda gibt? Weil wir verarscht uns, ja. Nein, wir verarschen. Prestige. Jetzt so ein Reda ist gerade auch im Laden, der hilft gerade da. Ja. Weil der gerade hier ist. Und dann haben wir gesagt, guck mal, das war so. Wir hatten keinen Garagenschlüssel, ne? Dann sagt er, ich gehe kurz hier von hinten aufmachen.
Ich schwöre dir, ich habe kurz noch runter geguckt, wieder hoch, dann hat er das Tor aufgemacht. Und Dulli so, wie schnell ist der? Und ich sage, echt, stell dir vor, es gibt nicht nur einen Ritter. Wäre, aber die halten das so geheim, weil die so bunt sind. Gab es nicht noch einen Film mit Nicolas Cage? Was war das nochmal für ein Film? Wo die so mehrere Leute sind? Ja, ich erinnere mich nicht, kann gut sein. Ich hoffe, es gibt so mehrere Räders und dann ist das. Und die sind seit Jahrhunderten beeinflussen die so das Weltgeschehen. Ja. Der eine Räder früher war so, hat so das Pfeiferauchen von den Indianern geholt. Die Rätschels. Ja, die Rätschels. Oh ja, das ist geil. Was würdet ihr verändern in den Kommentaren, unsere liebe Community? Was würdet ihr machen? Und findet ihr, man sollte es machen, weil man damit das ganze Weltgeschehen ja auch ändert? Ja, aber wer sagt denn, dass es schlechter wird? Sag keiner. Deswegen ist ja eine Frage. Vielleicht wird es besser. Stell dir vor, es wird eine neue Musik entstanden, die wir gar nicht kennen. Die wir dann lieben. Ja, was kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Ja. Hättest du verhindert, dass Michael Jackson sich gebleicht hätte? Ich glaube nicht, dass er sich gebleicht hat. Denkst du? Also er ist der Einzige auf der ganzen Welt, wo er komplett durchweiß geworden ist. Okay, warum gibt es nicht einen anderen Schwarzen, der einfach so weiß geworden ist? Ja. Der sich so hat bleichen lassen. Ist Michael der Einzige, der sich hat bleichen lassen? Warum kennen wir keinen anderen Fall? Ja, aber das ist ja das gleiche Argument, was du sagst. Ja? Wie ich. Ja. Warum gibt es nur einen Michael, der das gemacht hat? Guck mal, ich will den... Eine Krankheit... Bei 8 Milliarden Menschen. Guck mal, ich kenne in Tunesien Leute, die diese Krankheit haben. Ich habe gesehen, wie das aussieht. Ja, aber die haben so Flecken. Die sehen aus wie Kühe. Genau, die sehen aus wie Kühe, aber es wird immer mehr. Ich glaube, dass er da irgendwann das verdeckt, dass er dann das überschminkt hat. Aber es gibt ja auch so Bilder, man kann googeln, Michael Jackson Vitiligo. Und dann sieht man das, wie das schon so anfing an seiner... Guck mal, zum Beispiel, man weiß auch, man denkt immer, das ist Style. Aber Michael Jackson hat angefangen, diesen einen Handschuh zu tragen bei Billie Jean, weil der hier anfing, Flecken zu haben. Damit er das verdeckt. Ehrlich? Ja. Und jetzt könnte man sagen, weil der hat ja viel erzählt. Ja. Der hat ja auch gesagt, er hat nur 2 OPs. Glaube ich ihm ja auch nicht. Der sagt ja auch, dass das seine Kinder sind. Glaube ich ihm ja auch nicht. Mhm. So. Aber das glaube ich. Aber warum gibt es kein anderes Beispiel? Aber es gibt ja auch kein Beispiel, das so ist. Ja, da ist ja irgendwas komisch da dran. Guck mal, wenn man die Krankheit kennt und wenn man weiß, wie das aussieht, dann glaubt man das. Also ich glaube, aber ich es glaube... Es gibt ja auch viele Models, die sind hier so weiß. Genau, die ist eine aber Model. Das wird ja nicht mehr. Guck mal, wenn du dich mit Bleichmittel auskennst, ich weiß das, weil ich bin ja eigentlich auch ein Schwarzer. Nee. Es ist ja so, das ist ja hochchemisch und hochgiftig. Ne? Und weil die Welt rassistisch ist, wissen wir das zum Beispiel in Indien, das weiß man in Bollywood, weil dunkle Inder gelten in der Industrie. Das ist ja verpönt. Und man sagt, eine hellere Inderin oder so... Das ist so ein Schönheitsideal. Deswegen wollen viele Inderinnen heller sein, wenn sie es in der Filmindustrie schaffen wollen. Und bei Afrikanern genauso. Das heißt, es gibt diese Bleichmittel, aber die wirken nur bis zu einem gewissen Punkt und die machen auch deine Haut kaputt, weil das so hoch ätzend ist. Es gibt aber nicht den Fall, dass jemand, und Michael war ja jetzt nicht so wie Chris Brown oder wie Bruno, der hatte diese Farbe. Es gibt nicht den Fall, dass du mit Bleichmitteln von diesem Farbe zu der Farbe meiner Socken wirst. Das geht einfach nicht. Okay. Das kann nicht funktionieren. Diese Prozedur ist nicht da. Und wenn, dann ist er der Einzige auf der Welt, der das geschafft hat. Und das glaube ich einfach nicht. Wie der größte Künstler der Welt zu werden. Ja, genau. Des Jahrhunderts. Des Jahrhunderts. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube wirklich, dass der so eine Hautkrankheit hat. So, das Zerschnibbeln und so, ja. Aber warum seine Brüder nicht? Das müssen die nicht alle haben. Ich habe so einen Fall in der Familie. Und da hat auch nur der das. Echt? Ja, deswegen. Ich weiß, wie das aussieht. Und ich weiß auch, dass das immer schlimmer wird. Du hast recht. Man wird nicht so komplett so keramikweiß. Das stimmt. Aber es verschlimmert sich. Das heißt, es wird immer mehr, die Pigmente fallen immer mehr aus. Kim Kardashian hat das doch auch. Ja? Ja. Wo sieht man das schon bei ihr? Also auf den Beinen, ich glaube sogar auf den Armen und Gesicht sogar teilweise. Hat die das? Ja. Krass. Kannst du mal googeln. Und deswegen, und ich weiß, wie das aussieht und das Weiß, das du dann bekommst, wenn du das hast, ist dieses Weiß, das Michael Jackson hat. Michael Jackson hat kein Weiß, das vom Bleichen kommt. Das sieht nämlich anders aus. Du siehst dann immer so ein bisschen aschig aus. So Kreide. Ja, danke. Bestes Beispiel. Siehst du aus, hättest du so Kreide drauf geschmiert. So, und das von Michael nicht. Das ist dieses Weiß, so Pigmente sind einfach nicht mehr da. Und deswegen glaube ich, dass er das hat. Also
Ich weiß es nicht. Glaubst du die Will Smith Kleiderschrank-Geschichte da? Was kam da wieder raus? Da kommt doch jeden Tag was Neues raus. Will Smith erzählt, wie er Michael kennengelernt hat. Ach so, im Schrank, ja, wo die sich versteckt, ja, haben? Wo Shug Knight geschossen hat oder irgendwie Stress gemacht, ja, hat. Ja, das kann gut sein. Das ist aber eine geile Geschichte. Ja? Ja, das ist eine geile Geschichte. Glaubst du denn, dass Michael sich hat bleichen lassen? Ich glaube nicht. Es ist immer das Problem, weil ich kein anderes Beispiel jemals gehört habe oder gesehen, ja, habe. Ja, aber es gibt in beide Richtungen kein Beispiel. Das ist es. Ja, das ist so ein Phänomen. Na, es gibt in beide Richtungen kein Beispiel. Und es gibt ja zum Beispiel Künstler. Es und das ist ja kein Prozess. Der war auch auf einmal hell. Nee, von Thriller auf Bad war der heller. Überleg mal. Der sieht doch nicht aus bei Billie Jean, wie der bei Smooth Criminal aussieht. Ja. Der ist heller. Ja, aber was? Wie viel Unterschied war das? Das sind schon einige Hautschichten. Der ging in so eine Reverse-Sonnenbank. Bruder. Guck mal, es gibt... Erstmal bei Don't Stuff Get Enough. Don't Stuff Get Enough. Ja, ja, das war seine echte Farbe. Ja, und da sah, sah er brutal aus. Super stylisch sah der aus. So, dann, wie viele Jahre später kam Ding? Thriller. 4 Jahre. 4 Jahre. Da war der 3 Jahre. War der immer noch gleich wie am Anfang. Gleiche Gesicht, nur Nase wurde operiert. Genau, aber Farbe war gleich. Farbe war gleich, ja. Wie? Dann kam Bad. Ja, okay. Und zwischen diese 2 Album-Releases. Da waren 5 Jahre. Kam plötzlich die ganze Krankheit. Nee, die war schon vorher da, aber die verstärkt sich ja. Ja, aber in 5 Jahren genau da und plötzlich kommt der raus. Dangerous. Die Madonna. Und dann Madonna, ja. Zwischen Dangerous und Thriller sind 10 Jahre. Ich schwöre. Der wird langsam, dass er. 9 Jahre. Nee, nee. Weil ich liebe den einfach. Weil er merkt gerade, er hat eine Sache nicht bedacht. Wie kann das in 5 Jahren so plötzlich auf einmal ausbrechen? Ja, aber was denkst du, wie lange dauert das? Weil, guck mal, was sein kann. Ja, ernst jetzt. Wir mischen jetzt mal die Aussagen, ja, dass wir beide zufrieden sind. Dass er diese Krankheit hat, irgendwann gesagt hat, ich will nicht aussehen wie so ein Fleckentyp. Ja. Und den Rest mache ich so, dass es einheitlich aussieht. Das könnte sein. Das sind wir uns einig? Ja, da sind wir uns einer Sache einig. Weil dann wird das auch Sinn machen. Aber guck mal, man kann er hat es immer mehr bekommen. Ich zeig dir das gleich auf Google. Ja. Ihr könnt es auch gucken. Es gibt einen Dancehall-Künstler. Ja. Vibes Cartel. Danke, Vibes Cartel. Und der ist bekannt dafür, dass er seine Haut gebleicht hat. Ja. Der ist ja bekannt, der ist so ein richtiger Vorzeigetyp. Ist jetzt nicht 30 Jahre im Knast oder ja, so? Ja, der hat so 40 Jahre bekommen oder so, weil er einen ermordet hat. Mhm. Und der war ja der Superstar in der Dancehall-Szene. Und der hat seine Haut gebleicht. Der hat seine Haut gebleicht. Und guck mal, wie er aussieht. Man hat ja auch so Vergleichsbilder. Er sieht einfach aus, als hätte er so Kreide drauf geschmiert. Das heißt, dieser Michael-Effekt kann gar nicht einsetzen. So, bei indischen Schauspielerinnen gibt es auch so Vergleichsbilder, wie die vorher aussehen. Denkst du, Beyoncé hat sich heller gemacht? Da gibt es auch das Gerücht, ich glaube nicht. Weil guck mal, selbst wenn du Destiny's Child Videos guckst. Da war die teilweise richtig dunkel. Ja? Ich habe das Gefühl, die war immer so eine hellhäutige Schwarze. Nein? Kelly Rowland war auch nicht so dunkel wie jetzt. Ja, ist die dunkler geworden oder was? Nein, heller. Kelly Rowland ist doch voll dunkel. Guck mal, Destiny's Child, Bruder. Die sehen aus wie eine pakistanische Kinderklasse. Das war so, das liebe ich, das ist mein Style. Destiny. Was heißt Destiny's Child? Destiny's Child, das Kind des Schicksals. Kids. Vibes Cartel. Schauen wir erstmal. So. Ey, krass, dass du sogar weißt, dass der 30 Jahre Vibes Cartel Bleach. So. Yeah, Bruder. Hier. Ja, das ist das hier direkt übertrieben. Ja. Ja. Nicht so. Ja, du findest schlecht Kinderfotos jetzt von denen, ne? Ja, aber die waren ja als Destiny's Child, sind die schon Teenies. 16, 17, 18, die sind ja noch jung da. Okay. Also, von daher, ich denke, das ist eine Mischung von beiden gewesen. Vielleicht hat er sich geschämt, überall diese Flecken zu haben. Und dann hat er gesagt zum Arzt, guck mal, die, wo ich normale Haut habe, macht die auch jetzt die gleiche Farbe. Ja, weil ich bin eh verloren. Ja. Ich glaube, das ist die realistischste, weil der kann nicht in 4 Jahren am Album release. Bruder, das ist ja einfach ein Update. Ja, 2.0. Der kam einfach raus aus dieser Maschine, wo die sich so die perfekte Frau gemacht haben.
Und dann kommt die so raus, dann sind sie verliebt in die. Wie hieß der Film? Wo die so im Kinderzimmer ihre. Ja, ja, ich weiß. Dann kommt so eine Blondine raus, so eine Playboy-Blondine. Ja. Ey, dass du den kennst, diese Kinder, ja, ja. Die dann, wo die sagen, dass unsere Lehrerin und so. Ey, kennst du den Film? Stimmt, wie hieß der nochmal? Ah, der war echt geil. Würdest du für eine Woche, ja, man gibt dir 10 Millionen Euro, ja, warte, ach so, aber du tauschst mit mir den Körper. Du bist 7 Tage ich. Dein Charakter, aber du bist in mir. Meine Stimme, meine Sachen, du bist ich. Ja, wär ich fit. Ja, aber du verkackst meinen Körper in dieser Woche. Nein. Bleibst du sonst stabil? Ja, stabil. Ich wäre Respekt vor deinem Körper. Ja, danke. Und wenn ich du wäre, ich würde richtig leben. Ich esse jeden Tag Donuts, ich mach's noch schlimmer. Aber ich wüsste dann, wie es ist, gut auszusehen. Nein, das stimmt und nicht. Und erfolgreich. Ja, aber ich müsste ja so komische Sachen machen, dass man weiß, dass ich Nisa bin. Stimmt, das darf nicht wahr. Ich müsste mich auch wie du. Boah, ich müsste Shisha rauchen und so. Ja? Und Reda wird sich voll wundern, weil der macht so Shisha, ich mach so. Ich stick so. Ich müsste einfach Nisa werden. So einfach so eine Woche nicht rausgehen. Zimmer eingesperrt. Zimmer. Guck mal, Nisa ist so, du könntest gar nicht in die Vergangenheit reisen. Du würdest ja nur als Tollpatsch aus Versehen die ganze Welt ändern. Alles geht unter. Alles würde untergehen. Ja. Weil der, weißt du, wie Nisa ist? Der ist wie dieses Eichhörnchen bei Ice Age. Ja. Der so eine Nuss rausholt und dann so ganz. Und der will. Eigentlich könntest du auch mit sich. Diese Antarktis schmilzt wegen dir. Alles bricht zusammen. Weil der hat sowas. Das ist so, weil ich mir denke, ey, ich gehe an dieses. Du bist wie so eine Kausalitätskette. Genau. Kausalitätskette. Ich wäre so ein Typ, der sagt, ey, ich gehe da hin, ich bin unbeobachtet, ich guck nur. Ich finde es gut, dass du jetzt nur noch Sirup trinkst. Ja. Sirup ist gut. Ja. Das ist Dings, Ahornsirup. Aha. Mach Werbung von anderen Mack. Aha. Nee, Ahornsirup ist ja nur die Art des Getränks. Achso. Aha. Denkst du, B2K wird hierher kommen? Ja, die sind doch richtige Penner. Einer von denen? Ja, die anderen drei machen noch gar nichts mehr. Und Marian ist so, der betet Bäume an und so. Ist das schlimm? Das ist nicht schlimm, aber hier ist halt kein Baum. Deswegen glaube ich, dass der. Bei wie vielen Minuten sind wir? Eine Stunde. Ja, reicht doch. Ja, reicht. Was crack. Ist so alles umsonst hier. Ja. Meine Damen und Herren, ich bin der Nächste. Ja, meine Damen und Herren. In Albstadt. Ich möchte meine Tourdaten vorlesen. Ich bin in Albstadt. Wann kommt die Folge? Donnerstag? Ja. Morgen, ja, ne? Ja. Ich bin dann schon in Albstadt, wenn das on kommt. Bist du morgen in Albstadt? Ja. Freitag bin ich in Augsburg, der ist ausverkauft. Okay, keine Tickets mehr? Ja, Samstag bin ich in Saarbrücken. Ich bin am Samstag in Saarbrücken. Saarbrücken. Genau, Saarbrücken. Kommt vorbei. Nicht in Zweibrücken, sondern Saarbrücken. Saarbrücken, genau. Schönen Grüße an Fleck, der kommt wahrscheinlich auch rum. www.nisa.tv für weitere Termine. Ah ja, bald kommt Kaffee Wilhelm Opening. Yes. Yes, yes, yo. Say hello. Peace. Ciao. Ciao.